Hi, mein Name ist Alia, ich bin 19 Jahre alt und mache hier bei Emscher Genossenschaft und Lippe-Verband meine Ausbildung zur Geomatikerin und befinde mich aktuell im zweiten Lehrjahr. Ich erkläre dir mal, worum es in meinem Job eigentlich geht. Wir als Geomatiker arbeiten mit dem Geoinformationssystem. Dieses System wird genutzt, um Geodaten zu verwalten und zu erfassen. Geodaten sind Informationen zur geografischen Position, die dann in einem bestimmten Format gespeichert werden. Wir als Geomatiker überprüfen die Daten auf Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Genauigkeit. Je nach Anfrage berechnen wir mit den Geodaten die Lage, die Höhe oder das Volumen der Geodaten und stellen diese dann in Plänen, Karten oder ähnlichen Datenmodellen dar. Beginnen wirst du mit den Grundlagen der Mathematik, denn das erste Layer befasst sich ausschließlich mit der Vermessung und da sind diese Übungen durchaus sinnvoll, vor allem für die Berufsschule später. Weiter geht's mit den Grundkenntnissen unseres Geoinformationssystems. Dafür bekommst du ausreichend Schulungen und darfst an kleinen Projekten arbeiten, um das Gelernte auch ausreichend umzusetzen. Dann kommt auch schon die Abwechslung mit in die Ausbildung mit rein. Denn du darfst für 2 Monate zu einem Vermessungsbüro deiner Wahl, um dort die Entstehung der Geodaten besser nachvollziehen zu können. Vor allem, womit die Geodaten entstehen, ist sehr wichtig. In unserem Geoinformationssystem können Geodaten digitalisiert und georeferenziert werden. Georeferenzieren heißt einfach gesagt, dass mithilfe von alten Plänen raumbezogene Informationen mit aktuellen Plänen verglichen werden können. Zusätzlich administrierst du Informationssysteme und du wirst Geodaten projektbezogen aufbereiten und diese auch anschließend präsentieren. Vor Ort müssen ein paar Punkte mit dem globalen Navigationssatellitensystem, kurz GNSS, bestimmt werden, um den genauen Standpunkt für unsere Kopterbefliegung zu kennen. Nach der Befliegung gibt es so 1 bis 2 coole Programme, wo man den Unterschied zwischen der alten und der neuen Messung deutlich erkennt. Im Team als auch alleine tätigst du sorgfältige Arbeit und hältst deine Konzentration bei. Wir arbeiten viel mit Karten zusammen, somit wäre ein guter Orientierungssinn durchaus sinnvoll. Hier bei EGLV ist alles super organisiert. Wir sind alle super hilfsbereit und dein Ausbilder steht dir auch bei jeder Zeit zur Verfügung, auch bei Problemen in der Berufsschule, falls das der Fall sein sollte. Zum Schluss nochmal der Faktencheck. Was du benötigst, um Teil des Teams zu werden, ist deine Fachoberschulreife mit guten Kenntnissen in Mathe, Deutsch und Geografie. Die Arbeit mit Computern sollte dir Spaß machen, vor allem mit Daten, diese zu verwalten und zu verarbeiten. Die EGLV bietet Weiterbildungsmöglichkeiten wie zum Beispiel in MS Office an. Dir stehen unter anderem auch 32 Urlaubstage zur Verfügung. Wir arbeiten mit dem Gleitzeitmodell und du bekommst eine Vergütung von 1000 bis 1200 Euro. Und das Beste, die EGLV bietet mindestens 1 Jahr Übernahme bei einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung. Die Ausbildung dauert 3 Jahre, aber die Möglichkeit zu verkürzen gibt es auch. Du besuchst das KUNO 2 Berufskolleg in Hagen. Und ich hoffe, ich konnte dich überzeugen und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja schon bald.